Hallo ihr Lieben und willkommen zum kleinen Kha'Zix Guide in einem richtigen Spiel. Ich habe mir überlegt, erstmal den Sound leiser zu machen ein bisschen. Und zwar ganz wichtig, ein Bot geben und zeigen, hey, so geht's und hin und her und Ich möchte wirklich ein ganzes Spiel zeigen mit Rune Masteries. Die Rune Masteries kommen jetzt einmal bitte. So, da hier die Runen. Ihr seht schon, ich habe extra Kha'Zix genannt. Haha, blöder Witz. Runen 4 Magiresi, um ein bisschen Magiresi zu haben. Normaler Schaden 15 erhöht, ganz wichtig Rüstung, gerade als Jungler Rüstung. Abklingzeit. Ne, so sieht das aus, habt ihr es einmal gesehen. Ganz wichtig auch noch, Meisterschaften. Kha'Zix, immer, ihr müsst ihn übernehmen, wenn ihr nicht Kha'Zix habt. Kha'Zix. So, hier haben wir es. Hier könnt ihr variieren. Hier könnte man jetzt drauf gehen, dass wird der Gegner Fähigkeitenschaden zugefügt, weil er kann ja mit seinen Raketen Fähigkeitenschaden zufügen, erhöht es auch den Angriff und so weiter. Man kann variieren. Man kann auch statt hier, dass das Monster nochmal Schaden kriegt, kann man eher hier nochmal verringert den, erlitt den Schaden durch normale Angriffe oder verringert effektiv eine Verlangsamung. Das ist so. Ich spüre Beute. Das haben wir dann auch durch. Und Items ist auch die Wahl recht, nicht einfach. Und zwar werde ich jetzt, schau mal, ob es ein empfohlener Bild ist. Krieger würde ich jetzt schon mal nicht nehmen. Ich würde schauen, man könnte Verschlinger nehmen, gibt halt Angriffstempo, aber Kha'Zix ist dann doch ein bisschen Damage besser. Doch nicht Krieger, Entschuldigung, Krieger nehmen wir, das ist tatsächlich mal gut. Wegen, oh, was macht ihr da? Und habt gesehen, eine Fähigkeit von Kha'Zix, dass ihr einen Gegner isoliert. Das ist deren Q, der Passiv. Markiert ein Gegner als isoliert, wenn der keinen nahen Verbündeten hat. Hier, pass mal auf, der hat keinen Verbündeten, der in der Nähe ist. Und somit ist der hier, sind isoliert. Jetzt sind sie zusammen, dann sind sie nicht mehr isoliert. Somit der Gegner, der isoliert ist, den ihr isoliert habt, also versucht ihn immer allein zu catchen, wenn möglich, macht ihr mehr Damage. Ihr seht's, Moment, ist das hier isoliert, also normal 70 plus 25 und jetzt dann 91 plus 33, also 130 Damage. Nur mit eurem Q, das ist ja ein Auto-Hit innerhalb eurer Reichweite, damit ihr mit euren Sensen, sag ich mal, zuschlagt. Dann als nächstes würde ich hier, weil wir in der Jungle sind, leeren Stachel. Das feuert eine Rakete ab, hier in diesem Radius, seht ihr da. Und wenn ihr in diesem Explosionsradius seid, explodiert die an dem Gegner. Und wenn ihr da drinnen seid, heilt ihr euch, hier seht ihr, um 60 steht damit drin. Als Jungle, ganz simpel, wie mit vielen, vielen, vielen anderen auch. Wenn ihr auf eurer Toplane startet, den Romp gleich, immer gleich zerschmettern, damit ihr natürlich auch den Buff habt. So, thanks, wollen wir schreiben, wir sind ja nett. Das nie vergessen. Huch, hoppala. Jetzt war ich im Explosionsradius nicht, zack, jetzt aber, habt ihr gesehen. Machen einen dicken, das dauert ein bisschen, Kha'Zix ist dann doch nicht ganz der schnellste. Aber die kriegen ja auch ein bisschen Damage, und jetzt mal durch die Rakete, zack. Jetzt können wir gleich, theoretisch, na, ihr seht, jetzt müssen wir noch trotzdem noch einen Trank einwerfen, weil es wird nicht ganz was. Und gut, trifft alle. Dann gehen wir hoch zum Red Buff in der Ruhe, schauen natürlich, wie stark die anderen sind. Riven, checkt eure Gegner, was sie können. Katharina ganken wird schwierig, wenn Minion dahinter ist zum Wegspringen. Leona stun, Raven wegrennen. Riven wegrennen, stun, springen. Also hebt euch euren Sprung auf. Das ist nämlich euren E. Den leveln wir danach. Weil, Moment, jetzt muss ich erstmal kurz gucken, dass hier keiner kommt. Wir haben nämlich als Jungler Aatrox. Ganz gefährliches Ding. Aatrox kann ja jederzeit überall rüber gesprungen kommen. Das ist daher ganz, ganz mies. Oh, Riven fehlt. Dann level ich erstmal den Sprung. Da ist sie. Da ist sie. Kann ich isolieren? Nee. LOL. Good job. So, back. Ah, ne, war jetzt. Kann ich die clearen? Das mache ich. Entschuldigung. Das hat mich rausgebracht aus dem Guide. Das ist etwas, was selten passiert. Das allerdings, wahrscheinlich war Aatrox in der Nähe. Oder es war gewordet. Oder der wollte mich einfach kriegen. Ich habe keinen Plan. Jetzt gehen wir erstmal tatsächlich back. Jungle Item aufleveln. 450. Das habe ich gemacht, um mir gleich auch danach Schuhe zu holen. Vielleicht noch einen Trank. So, zack. Zack. Schuhe. Und ein Trank. Kha'Zix ist noch nicht der stärkste. Und dann geht es nämlich weiter. Dann haben wir 19 Sekunden. Dann gehen wir von oben rein. Oh, nee, von unten. You did all the work. Yeah, but you did see it. So, Items, gehen wir da nochmal drauf ein. Und zwar hier schon, Krieger ist schon richtig, Hydra ist nicht richtig, Schwarzes Beil ist richtig. Je nach Situation, wenn ihr merkt, oh, ihr habt ein Tanky-Team, wie Volibear, wie, ach, weiß ich, irgendwas, also immer sowas richtig Tankiges in der Mitte oder Toplane halt Darius oder, dann definitiv immer ruhig auch
letzter Atemzug ein bisschen vorziehen. Zuerst levelt ihr euren Kuh hoch. Bitte, 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 weil das ist die Hauptfähigkeit hier. Zack, zack, mit dem Damage. Huch, seht ihr? Sowas macht man nicht. Das passiert natürlich nur in diesem Guide. So, da unten brauche ich gar nicht ganken kommen. Oh, der ist isoliert. Oh, der ist... Oh, der ist ja nice. Oh, wenn da die Minions kommen. Oh, lol. Nein, ich sterbe nicht. Nein. No. Das war so mies von mir. Lol. Ist sie denn dumm? Oh, lol. Just a bit greedy. sowas zum Beispiel einfach dann auch jetzt sehen als Jungler. Wo kann ich hin? Ihr hättet hingehen oder man hätte hingehen können. Aber das war jetzt irgendwie mysteriös. Jetzt habe ich mal den einfach zerschmettert, damit hier ein Ward ist. Weil Aatrox kann super Counter jungeln, weil sein Gespring und alles... Zack, seht ihr, wie schnell das geht mit den Minions hier? Mit den Minions, mit den ganzen Jungle Monstern. Oh, 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 wo, 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 ja. Habt ihr gesehen, wie schnell Aatrox kommen kann? Das ist mies. Wo ist jetzt Riven hin? Da ist sie. Na, guten Tag. Getroffen. Die wollten mir die Minions klauen hier. Ach, er macht Teleport, alles klar. Das ist sehr schön. Ah, Shogat, komm noch mit. Nee, 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 nee. Nee, 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 lass. Ich kann nicht. Mann! Mann! Was ist denn hier falsch? Doch nicht Aatrox angreifen, sondern Riven. Jetzt könnt ihr Aatrox angreifen. Leute, greif ihn, greif ihn, greif ihn! Easy. Muss man natürlich hinterher schreien. So, erstmal die schnelleren Schuhe. Good job. Er war ein bisschen dumm reingebetet, aber hey, Shogat 2 Kills. Ja, man kann fluchen, aber im Endeffekt. Mit Glück haben sie da noch Kills gekriegt. So, jetzt gehen wir weiter drauf ein. Kuh leveln. Und wichtig, was ich vergessen habe, jeder kennt es wahrscheinlich von K6. Ihr levelt auf. Wenn ihr Level 6 seid, Level 11, Level 16, könnt ihr eine eurer Fähigkeiten einfach mal eben aufleveln. Also hier zum Beispiel entwickelte Größe klauen, erhöht die Reichweite. Seht ihr, wird der Schaden auf und so weiter, wenn es isoliert ist. Und erhöht die Reichweite, Geschmack der Furcht, normale Angriffe, eben um diese Reichweite. Wobei mir das Springen immer noch fast am liebsten ist. Easy. So jungelt man. Geh doch mal weg, Minion. Geh doch mal weg. Ach, die haben mich sogar schon kommen sehen. Hier war ein Ward. Na, ist ja auch lustig. So. Katharina ist da. Sie hat gewartet. Okay. Okay. Ich habe jetzt aufpassen. Riven fehlt. Aatrox fehlt. Wenn die jetzt hier sind. Natürlich möchte jetzt Ahri auch ihren Blue haben, was auch zu Recht ist. Dann helfen wir natürlich. Jo, die ist gestorben in dem Moment, das ist natürlich... kann ich gar nicht so sagen. So, ich bin... Blutrausch? Okay, der fickt da oben gerade richtig durch. Stelle ich mich mal hier hinten ab, nur zur Sicherheit. Meine Clowns sind ja größer. Okay, Abort. Ja, das machen wir. Weg, 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 weg. Geh doch einfach. Das war... Ist das sowas Einfaches war zu sehen? Aber trotzdem
Was machen die denn jetzt hier unten alle zu viert? Okay, Riven-Dings gehen wieder. Was macht denn die Riven? Was ist denn... Entschuldigung, ich bin mit diesem Guide voll aus dem Konzept mal wieder. Riven comes top. So, dann gehen wir mal hier hoch. Badibada. Ja, so ist es. Immer mal gucken, wann kann ich kommen, wann nicht. Die Teamkombinationen oder die stellen sich hier noch ein bisschen sehr, sehr schwer an. Ulti, unsichtbar sein, zack, springen. Nochmal unsichtbar sein. Bombe. Ah, Leben am Limit. So einfach ist es. Zack und back. Der Pfeil ging daneben von Jinx. Ehrlich gesagt, der Pfeil. Die Ult. Einfach nur weggehen. Gar nicht riskieren. Kein Minkum. So. Na, wenn Kata irgendwo rausgesprungen kommt, dann lache ich. Oh, lol. Lol. Lol, wie dumm ist der Dreven denn? So, meiner. Zack, so macht er das, weißt du? Rein, Slash, Ulti, alles. Oh, 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 oh. Lol. Kommen wir hin. Ich mache jetzt mal meinen Sprung. Ich brauche die Abklingzeit ein bisschen. Ah, ein Pink Ward Shit. Machen wir. Gehen wir mal gucken, ob hier noch irgendwas anderes ist. Kata war tot. Kann er seinen Red Buff machen, wenn der da wäre? Weiß ich nicht. Wir gehen mal ein bisschen warden hier. Ist alles nicht da. Nehmen wir uns mal die Kröte. Maybe Drake next time. Das ist eine gute Idee von mir. Aber... Oh... Just why? Go back and go. Oh lol, die Kröte ärgert mich jetzt auch noch hier. Das safe and... Not more. Okay, so, und weiter geht's. Ja, Drake, genau. Jetzt können wir hier einfach pushen. Och, lol. Like I said, just why. Easy, weg damit. So, jetzt gehen wir zum Jungle. Zum Drake. Hier kommt mal jemand? Ja. Danke. So. Take them out. Oh, lol, macht er nicht. Ich wollte ihn eigentlich rauspullen ein bisschen, aber okay. No risk, no fun. Ihr seht schon, mein Hit macht ordentlich ein bisschen was Damage. So, dann haben wir den schon aufgelevelt. 1600 Gold, da gehen wir doch gleich mal back. So, Schuhe haben wir gesehen. Items, Krieger. Blue Buff ist auch da, den kommt... Bekommt sie gleich. Ach, erstmal ein bisschen Lebensraub. Ich glaube, in der Kombination, die sind ein bisschen hart. Level 9 sind wir auch schon. Ich mach mal Schmuck-Level-Item. Machen wir einmal Rückgabe. Machen wir mal einmal Lebensreck, ist ja scheißegal, kack drauf. So, haben wir schon mal das Item ein bisschen weiter fertig. Jetzt mal gucken. Wir haben 4 Kills, Shogun hat 4 Kills. Im Auge haben, Draven hat 4. Das heißt, wenn ich jetzt Draven begegne, 1 versus 1. Wird's hart.
Blue. So. Sehr schön. Hat sie? Da ist Leona, okay. Lol, lol. Jetzt komme ich aber runter. Boah, shit. Heal mal. Vor mit? What the fuck? Oh, lol. Nein! What the fuck, Alter? Was ist... Wo ist denn... Alter! Das... Was? Was ist... What the fuck? Ich kann auch gerade gar nichts dazu sagen. Das ist etwas, was... Ich weiß nicht, wo ich hier spiele. Ich weiß nicht, was für Gegner sind. Die Jinx ist so brain-AFK. Die fliehen unten rein wie nichts. Ich meine, gefeedert Raven ist GG. Es gibt keinen Gegner, der größer raffinig als ADC snowballed. Ja, Riven brauche ich auch nicht zu sagen. Und der Kata. Lol, mit meiner Rakete weggefickt. Oh, GG, ich muss weg. Nee, ich bin weg. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Nicht gegen Aatrox. Der jumpt einmal rein und dann war es das. Wobei, ich habe so viele Heiltränke zu laufen. Er möchte mich bestimmt ja haben, aber ich könnte wegspringen. Wusstet ihr übrigens, Rengar ist ja der Hauptgegner von Aatrox, weil schichtlich und so weiter. Und hast du nicht gesehen. Ah, shit. Ah. Lol, Jinx. Oh, lol, oder? Bitte weg. Es ist so greedy. Man weiß doch, was passiert. Ich krieg ein Kind. Man. Easy to see. All die. Mann, ey. Ich wollte die ganze Zeit mit Ulti nutzen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ob ich gedrückt und gedrückt und gedrückt habe. Es passierte nichts. Naja, egal. Jetzt haben wir wenigstens Tiamat. Gott sei Dank, wir haben Draven einmal aus dem Kampf genommen, weil er übelst greedy wurde, aber er hat halt auch 6 Kills. Ich auch, Joker auch. So, bitte, Jinx. Was hatten sie für Items? Sie hat noch nicht mal, doch, Schuhe hat sie alles. Egal, so, jetzt kommen wir nochmal auf uns zurück. Also K6, ihr seht, rein, raus, Jungle, immer drauf achten, wann kann ich. Ihr seid, dürft niemals in erster Form. Man kann natürlich auf Tanky gehen. Mache ich jetzt aber hier nicht in dem Bereich, weil... Tank ist nice, auf jeden Fall. Aber man holt auch das Maximum raus, denke ich mal, wenn man ihn auf übelst Schaden spielt. Und die Gefräse Hydra ist ein ganz, ganz, ganz großes Ding dafür. Nein, lass es da hinten. So, da haben wir es. Machen wir die Kröte, damit wir ein Ward haben. Okay, Riven. Also, die Riven spielt aber auch irgendwie... Nicht nur anders, sondern so... Hä? Es ist doch... Es ist... Oh
Gott, ey. Ach, Drake, ja. Das ist so dumm, wie die Jinx da gestoppt. Ich mache jetzt springen, weil ich möchte weiter springen. Sorry. Level jetzt erstmal auf. So sieht's aus. Lieber große Flügel. Klar, die Explosion hat mehr Pfeile. Und ich möchte aber hier in der Kombination einfach jetzt besser springen. Halt nur Smite. Darum heben wir uns das ein bisschen auf, den Damage. So, Chokard frisst. Ja, ja, dann... Super, jetzt hat sie ihn endlich gekriegt. Sollen wir noch ein bisschen Gold mitnehmen? Wir brauchen noch für... Wir haben genug. Zack. Und dann deffen wir mal. Ich bleib mal hier zum Deffen. Ah, so, dann macht Musik. Trifft leider nicht. Ah, lasst euch nicht von der Karte beten. Was hat das Team irgendwie intus hier? Die wollen gebaitet werden. Machen wir erstmal noch den hier. So, nochmal ein bisschen auftanken hier daneben. Mal regenerieren, ohne groß Damage zu kriegen. Na, 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 Vanillona jetzt. What the fuck? Hör auf! Warum gehe ich doch noch rein? This team. I can't. Leona, sage ich schon. Wie heißt die da nochmal? Es ist so clear. Naja, Hydra. Und dann machen wir erstmal hier. Ich müsste eigentlich Tanky gehen, weil Chokard allein reicht nicht. Naja, schauen wir mal. Oh Gott, ich bin mal weg. Ich bin mal weg. Jetzt können wir nämlich auch mit unserem Ulti hier, seht ihr, erhöht die Reichweite des Sprungs bei Tötung, wird die Abklingzeit zurückgesetzt. Deswegen haben wir auch erstmal das gemacht. Jetzt zum Aufleveln, weil, ja, so kann ich eben nochmal springen, wenn ich jemanden töte. Und auch so, tschüss. Bitte mach keine Scheiße, bitte mach keine Scheiße. Das ist Blöken, bitte mach keine Scheiße, bitte mach keine Scheiße. Der hat Ulti, der hat Ulti, der hat Ulti, der hat Ulti. Lol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 
Ich gehe doch mal weg. Das ist mir zu. Nee. Ich brauche Leben, Abklingenzeiten. Ich könnte jetzt mir das holen. Und Schuhe. Kann ich dauerhaft ja noch schneller werden. Yay! Denn jetzt habe ich 463. Die Schuhe sind ja deaktiviert, wenn wir einen Angriff kriegen. Das sind ja die Schuhe. Jetzt die Lauftempo 105. Wenn 5 Sekunden nichts gewesen ist, nichts passiert ist, wie auch immer. Dann machen wir den mal nach hinten weg. So. Okay, Cutter kommt. Da kommen alle hoch. Push mal hier durch. Wo sind die denn? Jetzt habe ich einmal nicht auf die Karte geguckt. Ah. Na? Kommt hier keiner? Ah. Alter, da wurde ich nicht nur gefokust. Da wurde ich hart aus dem Spiel genommen. Ah. Nee, lass. Soll er lassen. Wird nix. Weg, 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 weg. Lol, die Bombe ging durch hier. I need my ulti to do stuff. Ja. Boah, erstmal Skill. So, machen wir einen Sprung und Damage machen, zack, und weg. Haben wir jetzt genug Gold? Oh, nee, fehlt mir noch ein bisschen. So. Ich muss tanky werden. Das ist natürlich übelste AD. Jetzt muss ich sagen, jetzt baue ich den Bild ein bisschen um. Der ist ja unten alles verlinkt und so weiter. Hier wäre eigentlich ein Dornpanzer übelst krass. Wobei gefrorenes Herz. Dann machen wir erstmal das. Klingt ein bisschen komisch, was ich jetzt baue, aber Frozen Heart, beziehungsweise hier der Hit zum Verlangsamen eisgebrochenen Handschuh ist nicht verkehrt. Wenn mein Q damit Glanz trifft, muss man ja nie vergessen. Wahrscheinlich ein Bait, lass es. Okay, da war anscheinend irgendwo eben ein Ward. Nun gut, dann haben sie da gewardet. Wo war der denn hier? Na, zu spät gesehen, shit. Scheißegal, geht's weiter. Machen wir nochmal den Ward hier. Nehmen wir den nicht weg, du Sau. Wir sind um zu zweit. Ja, ja, der pinkt. Ja gut, aus dem Spiel wird jetzt doch nicht nur ein Spiel, sondern ein bisschen mehr. Jinx! So, bin ich mal aus dem Kampf raus. Nee, ich renne durch. Ich nehme hier von hinten. Die kleine Sau. Der springt natürlich gleich weg. Geht hinten. Spring doch. So. Ja, ich sage ja, er ist stärker als ich, aber da muss man eben halt auch mit rechnen, dass man einen abkriegt. So, wo sind die jetzt hier? Leona und Co. da oben. Ist ja nicht so, dass die mich jetzt noch wahrscheinlich kriegen wollen. Danke. Explosion für mehr Heal, danke. Ja, war ein Wort, den haben wir ja gesehen, weggemacht, alles klar, hier, zack. Einmal Heal, zack, einmal Heal. So kommen wir auch durch den Jungle. Ah, da oben ist ein Riven.
Geh mal dadurch, um sie abzufangen. Bein für Bein. Na, warte, Bot. Kriegen sie so hin? LOL! Kriegen sie einfach nicht? Ach, shit. Shit, 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 shit. Muss man aufpassen. Kha'Zix, auch wenn man Kills hat. So eine gefiedelte Katar und Aatrox ist ja auch noch in der Nähe. Wir haben halt auch niemanden zum Grabben oder sowas. So, hätten wir. Boah. Oh, lol. Gerade da, wo ich geklickt habe. Ihr schreibt schon los, mein Pedokäfer. Shit, genau da, wo ich geklickt habe. So, machen wir erstmal letzter Atemzug. Und someone goes greedy in. So, muss man mal schreiben, wie es ist. Irgendjemand geht immer rein wie, krieg ich. Jetzt gehen wir mal auf die Eisgebrauchte. Ich habe ihn ganz ehrlich gesagt noch nie getestet, ob das geht und funktioniert. Ich guck mal gerade, das Skelett irgendwas mit AP, ja, unser Ding geheilt. Die Heilung aber. Völliger Bullshit. Frozen Heart. Ich teste es mal. Das ist jetzt kein Guide. Das Guide wird alles anderes. Man muss sich eben immer dem Geschehen anpassen. Es ist ein Game Guide. Entschuldigung, dass es immer so lange geht, aber so sieht man einfach nicht. Ich könnte es auch tausendmal zusammenschneiden. So spiele ich, so spiele ich, so spiele ich. Dann müsst ihr wirklich sagen, dann verbessere ich das. Das ist jetzt auch wirklich sehr, sehr spontan auf einer Abfrage entstanden, ne? So. Boah, nee, nee, nee. Oh, lol. Mann, es ist auch wieder das Gleiche. Es ist... Warum kommt kein Follow-up? Ich verstehe es nicht. Ich muss halt zurückspulen. Ich habe selbst nicht begriffen, warum das Team da jetzt nicht kam. Oh, lol, 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 lol. Was ist denn mit dem Choker? Der hat so viele Kills. So, wir haben 10, er hat 10. Oh, Riven Urgings 10-mal verreckt. Kann man machen. Was möchte ich in Ruhe sagen? Wenn wir jetzt aufleveln, ich grübel. Machen wir unseren Weg, ich würde eher W sagen. Und ansonsten, wenn wir den Ulti aufwerten, kann es bis zu dreimal eingesetzt werden und die Tarnung ist 2 Sekunden lang. Das ist ja auch nice. Aber. Oh, lol. Einfach nur lol. Da hat doch die Riven sogar vorhin gewardet. Das ist. Lol, ist die einfach nur so dumm zum Kacken oder was? Ja, danke Jinx. Es ist... Sorry, da muss ich jetzt ein bisschen flamen, weil das ist, So, ja, da muss ich mal ganz gut. muss man ja auch mal sagen, weil das sind echt so Movements, das ist die zum 11. Mal verreckt. Und die rennt rein und Draven ist gefeedet. Der wird nicht wegrennen, der wird keinen Schiss haben. Ja, ist auch genauso stehen geblieben, aber sie macht doch einen Schuss dahin. Da ist die nächste gestorben. Gut, aus diesem Guide ist es. Man kann ja nicht immer einen Win machen. Aus dieser Scheiße, ey, echt. Ärgert einen. So, was hätte ich jetzt machen sollen? Bot Game? Oder nicht? Ich
So, hier unten, wer war da? Kata, okay. So. Oh lol! Es ist... Wie viele Kills hat die denn bitte? 9 gehabt. Das ist ja... Das ist das Dumme. Geht mir häufig so, vielleicht euch auch, das kann man auch in diesem Guide einfach mal besprechen. Das ist ja nicht nur das LoL-Spiel immer selbst oder nur, ich spiele so und so, das ist mein Guide. Hasse ich sowieso wie die Pest. Die Jinx nimmt mir meinen Jungle. Hat selbst, wie viele Minions hatten wir mal, wie viele Farben hat die dann? Wo bin ich denn da? Jinx, 185. Der und Raven, 225. Erstaunlich. Bitte wo? Okay, jetzt muss man der Jinx schon sagen, bitte warte, wenn du so weit vorgehst. So, komm mal ein bisschen reingesprungen hier, ein bisschen schneller. Hat er nur 10 Sekunden knapp, so cool, 11 Sekunden Abklingzeit, scheiß drauf. So. Kata wird's richten. Ich werde ja mal einen Baron bald warden, aber es ja, war nichts mehr da hier, ne? Nee. Nö. Es ist... Ohne Scheiß, die ist so elendig, die Jinx. Die aufleveln und dann sind meine Pfeile dran. Aber erstmal eisgeborenen Handschuh. Ich brauche Tankiness. Und danach gehe ich wohl aber übel auf Schluntes Malorn wahrscheinlich. Wobei, nee, schwarzes Beil ist mir lieber. So. Flügel aufleveln, gesagt. Die Stacheln. Denn jetzt schießt er so. So sieht's dann aus. Zack. Jetzt wollen sie die jagen. Lol, nichts trifft. So, aus dem Spiel genommen. Aus dem Spiel genommen. God knows, might. Aber even. Even bloß. Wir haben ja Sona. Gott. Das wird das hier noch kriegen. Niemals noch irgendwie geglaubt, erwartet, was auch immer. Jetzt pushen wir mal die Lane da hinten. Oh, ich hätte mal den Damage abgekriegt. Oh, 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 oh. Immerhin noch Damage gemacht. Friss ihn. Danke, friss ihn. 3 für 3. Not fair. Ja, das ist irgendwie... Ich mach dich hinsetzen, Entschuldigung. Lol. Da hat er immer noch Flash. So, jetzt... Bin mal gespannt. Man sieht die, man hat... Das muss ich auch in diesen Guides immer wieder hervorrufen. Augen auf, weißt du? Das ist so. Das ist gar nicht, warum... Guck mal, die Riven kann locker hinterher jumpen. Manche werden jetzt die Stiegel über sich geportet oder... Hat man zu häufig gesehen. Jetzt ausnahmsweise gerade nicht der Fall in der Kombination. Ich bin eigentlich sehr erstaunt. Raserei, Wettlauftempo und so weiter. Darum auch schwarzes Bein, entschuldige, ich erkläre es. Weil Leben, ne, das hilft uns ein bisschen den Arsch. Angriffsdamage, muss sein, Abklingzeit. Ist nie verkehrt für unseren Kuh, der hat 2, noch was. Wir haben 30% Abklingzeit jetzt, obwohl wir schon den Hammer halt haben hier. Gut, sind wir über den Cap. Können wir daher schauen, ob wir tatsächlich nochmal Items spezieller wechseln oder auf uns vielleicht sogar einen Schutzengel holen, was, glaube ich, die beste Wahl ist. Und wir dafür letzte Atemzug verkaufen, weil Damage machen wir. Oh, da hinten. Ah, Aatrox könnte man. Ah, Aatrox wäre ein schönes Ziel.
Doppeltötung. Mhm. Terminiert. Das ist einmal, wenn ich nicht da bin. Alles klar. Alle tot. Bin ich wirklich einmal nicht da und dann passiert gleich sowas. Das ist nicht hart, das ist Hardcore. Ach nee, da pinkt er mir, ich soll da nicht hingehen. Boah. Dieser Gate wird kein leichter sein. Ach, der Inneb ist ja auch noch frei. Dann gehen wir mal hin, springen wir mal gleich. Aktienzeit sollten wir bis dahin haben. Ja, wow, warum pinkt der da jetzt? Wer auch immer. Das ist eigentlich tatsächlich ein gutes Format, was den Guide betrifft. Machen wir mal hier hinten. Siehst du, da ist er. Komm rüber, Riven. Riven. Das ist der Riven of my life. Das ist der Riven of the night, ne? Wahrscheinlich mein Tod, aber egal. Und Ulti, sag ich doch. Ist ihm jetzt auch gerade völlig egal. Zumal Follow-up auch sehr hart ist mal wieder. Siehst du? Deswegen, ich möchte eigentlich ganz ehrlich das Spiel ein bisschen beenden. Wir haben die Items erklärt. Guckt in die Beschreibung, da habe ich alles reingehauen. Das war jetzt auch... Guck mal, wie schnell es beendet geht. Das ist einfach... Es ist totaler Bullshit, das Match. Als nächstes kommt auch eine Evelyn-Runde. War auch gewünscht. Da schaut auch mal rein. Da mache ich auch direkt ein Game draus. Kann man nicht so sagen. Ich denke dadurch, ich hatte massig Kills. Das war's. Und wir schreiben nochmal useless. 13. Scheißegal. Guckt in die Beschreibung, da sind mal die Links mit drin, alles vorne rum gezeigt. Kann man nichts machen, aber ich denke mal, es war einfach mal zu zeigen, wie ich ihn spiele, weil nur ein kurzer Guide, macht ihr so, bringt nichts. So spielt man ihn, so springt man rein, so war vor allem warten mit ihm, warten. Und dann habt ihr das auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.